Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon in der Edition Schwert. Ja, es geht tatsächlich wieder weiter, nachdem wir die 8 oder den 8. Orden in der letzten Folge bekommen haben und leider auch unseren, ich weiß gar nicht mehr wen genau, irgendwen haben wir verloren. Ich glaube Zonkow. Ja, Zonkow haben wir glaube ich verloren im Stadion gegen Roy. Und wir sollen jetzt Richtung, warte mal, wie zur Hölle kommt man zur Karte? wir sollen jetzt den Zug nehmen nach Claw City. Das heißt, wir würden dann wahrscheinlich hier aus Claw City da nach oben fahren. Blub, 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 durch eine Höhle durch. Na, ob da noch was passieren wird, man weiß es nicht. Und dann sind wir nämlich auf Route 10 und von Route 10 können wir auf Route 10 und von Route 10 auf Route 10 und dann nach Score City gehen. Und hier oben ist ja dann wahrscheinlich die Challenger-Herausforderung, würde ich mal denken. Und daher, das ist jetzt unser Ziel. Eigentlich wollte ich ja, bevor ich diese Arena-Challenge mache, beziehungsweise die Challenger-Challenge, weil jetzt kämpfen wir ja irgendwie, Challenger Cup ist das, ne? Jetzt kämpfen wir irgendwie gegen alle Leute, die hier in der Arena-Challenge die ganzen Ohren bekommen haben. Wozu ja auch Hopp, denke ich mal, zählt. Guck mal hier, die winken alle so zu und so weiter. So, du bist der Allergeilste. Gegen die kämpfen wir jetzt da. Aber ich habe schon gehört, davor oder danach, es soll auf jeden Fall noch sehr viel Story kommen. Und dass sich das auf jeden Fall lohnt, nach den 8 Orden auf jeden Fall noch weiterzuspielen. Dass die 8 Orden eigentlich nur so der Start dieses Pokémon-Abenteuers sind. Hey, stopp, warte, Daisy, ich habe Roy besiegt. Alles, was ich brauchte, war eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Und zack, geschafft. Das hast du gut gemacht, Hopp. Hätte ich nicht gedacht, aber hast du denn jetzt... Hast du jetzt wirklich alle 8 Orden? Obwohl du so ein Schwächling bist? Na gut, ich vertraue dir da mal, dass du alle 8 hast. Tja, im Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte Quasselstrippe, Kleiner. Aber du hast dir von den Drachenorden erkämpft, daran lässt sich nicht rütteln. Dein stürmischer Kampfstil hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Hör gut zu, ihr zwei. Ich will sehen, dass ihr beide beim Scheimkampf alles aus dem Weg räumt und sich einer von euch einen Showdown mit Dirion liefert. Ist das klar? Klar, so machen wir das. Und ich bin natürlich der Favorit. Gleich dahinter natürlich Daisy. Ist ja auch mein Rivale. Naja, ich werde alles einsetzen, was du mir beigebracht hast, Roy. Oh, Daisy, unser Zug ist da. Der findet das nicht so geil, dass er sogar gegen Hopp verloren hat. Der fand ja schon nicht geil, dass er gegen uns verloren hat. Wie kacke muss das dann für ihn sein, auch gegen Hopp zu verlieren? Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist schön. Trallari, trallaru, trallara. Ach, das moderne Leben. Man trifft sich mit Freunden, um dann auf Sandy zu gucken. Ach, ich will mir so viele Sachen ansehen. Da gibt's diesen riesigen Turm und die Monorail. Und natürlich das Score-Stadion. Dort liefern wir beide uns das coolste Match überhaupt, klar? Oh ja, Score City. Ganz klar, nein, die ganze Welt wird uns zusehen und staunen. Weiß nicht, ob ich dafür bereit bin für diesen ganzen Fame. Hallo. Wie Route 10 wohl aussehen würde, wenn da kein Chili mehr wäre. Bedeck, bedeck, bedeck. Oh, es schneit tatsächlich. Guck mal, sogar hier im Zugareal. Das ist toll. So, ich hoffe, meine Pokémon sind jetzt nicht an Muskelschwund irgendwie richtig schwach geworden und wissen gar nicht mehr, wie man kämpft. Das wäre nämlich richtig doof. Ah, Route 10. Wow, guck mal, alles aus Schnee und Eis. Ist ja krass. Nimm mal lieber ein Feuer-Pokémon mit, Dizzy. Naja, jetzt geht's um alles oder nichts. Lass uns ranklotzen und uns ins Training hängen, damit wir bei dem Challenge Cup richtig gut vorbereitet sind. Ja, wir sehen uns in Score City. Gut, warte, ich weiß, dass ich Exandos auf jeden Fall an erster Stelle habe. Das wäre ja hier dann ein bisschen dumm. Weil Eis gegen Eis ist nicht so toll. Oh ja, wäre ganz gut. Wollen wir doch nochmal Jaynona reinpacken? Kann man hier irgendwo nochmal einen PC? Bist du ein PC? Nee. Moment. Ich habe hier keine Chance, nochmal meine Pokémon auszuwechseln. Ach nee, Moment, man kann das auch überall machen, nicht wahr? Man kann auch einfach in seine Pokémon reingehen und dann hier in die Box. Genau, man kann ja... Ah, ich bin so dumm. Man muss ja gar nicht mehr an den PC dafür gehen. Ja, Jaynona, du bist ja auch Level 50. Dann passt das schon. Dann packen wir Jaynona statt Exandos rein, weil der hier gerade gar nichts bringt. Und dann sind wir, glaube ich, für dieses Eisgebiet auf jeden Fall super krass vorbereitet. Dann lass mal ein bisschen fangen. Ein Doppelkopf-Eiscreme-Tüten-Dings. Schön. Gelatino. Die Vorentwicklung heißt Gelatino, nicht wahr? Und das ist jetzt Twino oder Twino. Also mit den Namen, die finde ich auf jeden Fall witzig. Wird wahrscheinlich sterben, wenn wir eine Glut einsetzen. Aber von... Nee. Ist zwar sehr effektiv, aber die sind ja auch Level 45. Oh mein Gott, er wollte uns schmelzen. Hast du das mitbekommen, kleine Schwester? Ja, habe ich mitbekommen. Aber wir sind widerstandsfähig. Deswegen halten wir das aus. Aber haltet ihr auch einen Sondersensor aus? Ja, okay, perfekt. Dann probieren wir es doch einfach mal mit einem... Ein Superball sollte bestimmt lang. Ja. Ja, moin. Das war ja easy. Das bringt ja sogar richtig viel XP. Heftig.
Ja, ich muss jetzt leider aushalten mit nur 4 Pokémon bis zum Ende der Story. Kann ein bisschen schwierig werden. Also ich glaube, wir müssen da auf jeden Fall auch ein bisschen auswechseln. Auf jeden Fall ist ein Gelatwino ein Schneesturm-Pokémon von Typ Eis. Und wenn es in Rage gerät, erzeugt es gewaltige Eisböen, die sowohl Freund als auch Feind zu Eisklötzen gefrieren lässt. Gefährlich. Naja, was haben wir hier noch? Ein Top-Beleber und so ein komisches Ding, das auch eben schon im Zughaus war. Die nennt Bahnhof. Deutsche Sprache bin ich mächtig, ja. Schneebedeckt wahrscheinlich. Der stirbt allerdings schon durch eine Glut. Das ist natürlich ein bisschen belastend. Ein bisschen schneebelastend. Okay, mir fällt kein Wort, wird's einer, I'm sorry. Okay, also dieses komische Eis-Pantymos will ich natürlich schon noch haben. Das ist doch dann garantiert ein männliches Pantymos, oder? Gibt's überhaupt weibliche Pantymosse? Pantymi, was ist der Plural von Pantymos? Es ist tatsächlich es ist ein weibliches Pantymos. Obwohl der diese Koteletten hat. Sehr merkwürdig, muss ich sagen. So wie immer eine Glut, weil das die schwächste Feuerattacke ist, die wir haben. Und nein, nicht die Opniose. Nein, I don't like these. Oh, und da sind wir gleich wieder aufgewacht. Okay, das ging schnell. Janona braucht anscheinend nicht so viel Schlaf. Okay, das hätte ich mir denken können, dass der natürlich auch Psycho ist. War ein bisschen dumm von mir, muss ich sagen. Tja, jetzt ist die Frage, wollen wir erstmal heilen oder wollen wir gleich versuchen zu fangen? Ich glaube, ich versuche einmal zu heilen. Ich werde einmal heilen. Grüner Hypertrank, dann hat Janona wieder volle Leben. Und dann probieren wir, glaube ich, trotzdem einfach mal einen Superball aus. Der ist zwar nicht im roten Bereich, aber das soll trotzdem hinhauen. Na gut, habe ich mich wohl geirrt. Gut, setzen wir halt doch einen Hyperball für dich ein. Na bitte. So, Pantymos, ein Tanz-Pokémon, nicht mehr Pantomime. Ein Galar-Pantymos ist ein Tanz-Pokémon. Okay, alles klar. Dieser begabte Stepptänzer erzeugt am Boden mit kalter Luft eine Barriere aus Eis und richtet sie zu seinem Schutz mit den Füßen auf. Okay, also der arbeitet eher mit seinen Füßen und Pantymos ja eher mit seinen Händen. Und dann haben wir noch einen kleinen Panda, der sieht zumindest süß aus. Ach, das ist auch eine Galar-Version. Petsneef. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den schon mal in einem früheren Pokémon-Teil gesehen habe. Und dass das hier jetzt halt die Eisform davon ist. Der leider durch ein Einäschern auch tatsächlich eingeäschert wird. Das ist... Sorry, du warst so süß. Und du warst so ein süßes Kind. Du warst so süß. Na gut, dann ist mir das Fangen hier erstmal egal. Das wollte ich ja sowieso nicht sehen, wie ich hier rumfange, oder? Deswegen, wir kämpfen jetzt gegen den ersten komischen Corona-Infizierten. Deswegen hat er diese Maske auf. Das ist hier irgendwo verletzte Pokémon. Ich bin ein Corona-Arzt, ich kann helfen. Ach ja. Oh, wird jetzt mein Video eigentlich demonetarisiert? Weil man darf ja eigentlich nicht Corona sagen, habe ich gehört. Und deswegen nutzen jetzt alle irgendwelche Synonyme in ihren Videos. Ich habe auch schon mitbekommen, wenn man nämlich in seinen Titel Corona tatsächlich reinschreibt, dann wird unter dem Video... Dann ist da so eine Verlinkung drin zu irgendeiner offiziellen Seite, wo man dann alles über den Virus und sowas nachlesen kann. Und einige YouTuber sagen halt auch, dass wenn man darüber redet, dass dann demonetarisiert wird, weil das, keine Ahnung, Panikmache oder sowas ist. Und deswegen findet YouTube das nicht geil. Sogar so Sachen, wo man eigentlich nur darüber aufklärt und sowas. Schon merkwürdig. Aber ich glaube, bei so einem kleinen YouTuber wie mir prüfen die gar nicht nach, ob ich das sage, oder? Ich glaube schon. Und wie dumm ist dieser Arzttyp hier bitte, dass er einfach einen Guadivore, heißt ja wirklich so, einsetzt, obwohl es hier hagelt. Das arme Pokémon. Ich würde doch, wenn ich in so ein Eisgebiet bin, nur Eis-Pokémon haben. Ich bin gerade am überlegen, ob ich vielleicht, da es hier halt ein Eisgebiet ist, doch lieber Exandos drinnen lasse, weil es hier halt auch hagelt. Und ich glaube, durch diesen Schneemantel, das Exandos hat, dann kriegt sie doch da keinen Schaden, oder? Deswegen, glaube ich, packe ich Exandros rein statt Ranixon, oder? Weil Ranixon bringt hier, glaube ich, momentan nicht so viel. Genau, und sein Schneemantel macht nämlich, dass sein Ausweichwert bei Hagel sogar noch erhöht ist. Wenn uns nichts trifft, dann kann uns auch nichts Schaden machen. Und im Notfall kann er halt auch noch Biss. Ich glaube, das ist ganz gut. Ach ja, Leute, aber wie geht's euch denn so mit dem Virus? Ist das in eurer Stadt überhaupt Thema oder sowas? Also bei mir in der Stadt nicht so wirklich. Also man merkt schon, dass auch... im Supermarkt zum Beispiel Toilettenpapier. Warum Toilettenpapier? Ich hasse, dass das so viel Toilettenpapier gekauft wird. Dass das auf jeden Fall überall immer ausverkauft ist. Wir hatten Legit nur noch zweilagiges Toilettenpapier. Und wir haben mindestens dreilagig, eigentlich vierlagiges Toilettenpapier. Ja, der feine Schnösel, Herr Dizzy. Aber das ist wichtig, Leute. Toilettenpapier ist wichtig. Und jetzt haben die mir aber alle mein schönes Toilettenpapier weggekauft. Woraufhin ich zweilagiges Toilettenpapier kaufen musste und jetzt zweilagiges Toilettenpapier benutzen muss. Richtig behindert, Leute. Richtig behindert. Ich brauche meinen Toilettenpapier-Luxus.
Ja gut, der ist jetzt natürlich Stahl. Da müssen wir dann vielleicht doch nochmal Janona reinbringen. Vielleicht hätte ich Janona doch vorne lassen sollen. Gegen Eis und sowas, natürlich. Ich bin so, keine Ahnung, irgendwie ist mein Gehirn dumm, seit Corona draußen ist. Vielleicht habe ich auch so ein ganz kleines bisschen Corona schon in mir. Das kann natürlich auch sein. Oh, was hast du? Ein Pampros? LOL. Aber immerhin endlich mal ein männliches Pferd. Gab's so, glaube ich, noch nicht, oder? So, der kann jetzt natürlich Feuer sein oder Kampf, vielleicht auch Boden. Wenn er Boden wäre, das wäre halt richtig scheiße. Weil Boden gegen Janona ist natürlich mega gut. Ich werde Xandos, glaube ich, nochmal heilen. Ja, eine schöne Limonade für den Xandos. In der Hoffnung, dass Janona jetzt nicht stirbt. Bitte hab eine Feuer... Pferdestärke? Oh, zumindest verfehlt. Pferdestärke klingt aber wie eine Kampfattacke, wenn ich ehrlich bin. Ist die Frage, ist Kampf gut gegen Feuer? Aber ich habe zu doll Angst, deswegen packe ich lieber Xandos ein. Weil ich glaube, Kampf ist schlecht gegen Eis, oder? Oder ist Kampf gut gegen... Oh, fuck. Ich weiß es nicht, aber die Attacke verfehlt auf jeden Fall die ganze Zeit. Und unsere Ausweichchance ist natürlich jetzt noch viel höher. Dadurch, dass wir diesen Eismantel, wie gesagt, haben. Und es hagelt. Und wir kriegen keinen Schaden durch den Hagel. Das ist nochmal doppelt gut. Und Eiszahn ist ja... Okay. Okay, sehr effektiv. Dann ist der also tatsächlich Feuer, oder was? Nee, Eis war gar nicht gut gegen... Was? Ich bin richtig verwirrt. Okay, der macht aber gut Damage. Stirbt aber fast durch die Hagelkörner. Richtig verwirrt durch alles. Was ist er denn dann? Wenn Eis sehr effektiv gegen... Ach, dann ist er tatsächlich Boden, ja? Okay, von mir aus. Dann war das aber gut, dass wir Janona auf jeden Fall ausgewechselt haben. Weil Janona... Gegen Janona sind Bodenattacken meines Wissens sehr stark. Das ist ja so wie Gestein, nicht wahr? Boden ist doch hier Gestein. Oder gibt's Gestein... Ist Gestein nochmal eine eigene Klasse? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Okay, aber ich glaube, so ist unser Team ganz gut aufgestellt. Wenn halt irgendwas anderes kommt als Eis, dann können wir einfach Xandos einwechseln, um zum Beispiel, wenn irgendwas anderes stirbt, eine Verteidigungsriege vorne zu haben. Ich glaube, das ist ganz gut. Sollten wir allgemein immer haben, dass wir halt immer so einen Hinterkopf haben, dass wir für alles irgendwie eine Verteidigung brauchen. Ist halt mega dumm, dass wir jetzt immer nur 4 Pokémon haben. Ist da nochmal dieses Co... Ja, hallo! Gegen dich möchte ich schon noch gerne einmal kämpfen. Dich möchte ich gerne fangen. Petsneef. Superball Go! Petsneef ist ein Eisschollen-Pokémon von Typ Eis. Wer hätte es gedacht? Fühlt es sich wohl, erhöht sich die Klebrigkeit seines Nasenschleims. Wer es verärgert, wird damit angeschmiert. Angeschmiert mit Butter lackiert. Klebrig sind meine Popel. Liert oder so. Gut, ich glaube, da links kommt man erstmal nicht weiter, deswegen... Auf nach rechts, hallo, du hast bitte nur Eis-Pokémon, wenn ich bitten darf. Huch, beim Kämpfen bin ich immer noch angespannter als auf der Arbeit. Was für eine Arbeit? Homeoffice oder was? Wieso bist du überhaupt draußen? Ich glaube, da musst du ins Gefängnis. Achso, wer sich jetzt übrigens fragt... Oh, ein Sneebel. Oh, das ist die Weiterentwicklung von Sneebel? Ich glaube, das ist sogar die Weiterentwicklung. Warte mal. Das ist ein Sneebunna, genau, Weiterentwicklung. Wer sich jetzt fragt, warum Pokémon wieder kommt, einfach weil es sich Leute gewünscht haben. Und, weil ich... Ich werde das jetzt, glaube ich, so mit Ori machen, dass sie immer abwechselnd kommt. Oder, wenn ich genug Zeit habe, dass beides tatsächlich an einen Tag immer kommt. Also 2 Videos am Tag. Doppelte Menge, oh mein Gott. Aber ich glaube, das werde ich sowieso nicht hinbekommen. Aber wenn doch, dann vielleicht so. Mal gucken, wie ich es hinbekomme. Sonst ist jetzt halt geplant, das immer im Wechsel zu machen. Obwohl ich dadurch natürlich bei Ori richtig weit hinten dran bin, was ich jetzt aber auch schon bin. Die anderen sind schon alle, keine Ahnung, sonst weit. Ich habe jetzt gerade erst den ersten Dungeon halt geschafft. Von daher ist das da, glaube ich, auch egal. Also wenn ich mir da Competition... Aua, okay, der ist böse. Wenn ich mir da irgendeine Competition leisten wollen würde mit Schnelligkeit und sowas, dann hätte ich es wahrscheinlich streamen müssen, um da einer der Ersten zu sein. Aber jetzt ist halt auch egal. Aber ja, so viel zum Plan. Und wir wechseln nochmal Xandos ein. Den Namen habe ich jetzt wenigstens drauf nach dieser Pokémon-Pause. Gefriertrockner! Zack. Ein weiterer böser Trainer, der einfach so nach draußen geht. Besiegt! Bleiben Sie gefälligst zu Hause! Der Coronavirus geht um. Oh, so viele Trainer hier aber auch. Okay, was hast du noch so? Kennst du eigentlich die Sage, wonach Galar dem Untergang geweiht sei? Sollten die Kramor jemals diese Region verlassen? Nein, kenne ich nicht. Aber schöne Story hast du da. Apropos Story, wann geht's denn hier mal mit der Story weiter? Mir wurde eine tolle Legendary-Story versprochen. Ach,
deswegen hat er von Kramo geredet, weil er selber einen Kramo hat. Das macht Sinn. Der ist aber ja, meines Wissens, Stahl. Heißt, unser Flammenwurf wird den garantiert one-hitten. Ja, easy game. Der hat doch bestimmt noch einen Kramor. Das ist doch so ein Kramor-Fuzzi, oder? Das ist doch so ein Fliegertyp. Nee, ein Libeldra. Okay, Drache, Psycho wahrscheinlich. Okay, das war nicht gut. Ich glaube, der Sonsa-Sensor wäre sogar besser gewesen. Ich habe einfach A gespammt. Das war nicht gut. Ja, macht aber trotzdem nicht so wenig Damage. Oh, Erdbeben ist natürlich sehr effektiv. Wahrscheinlich ist Jainona tot dadurch. Nee, okay. Ich hätte gedacht, das macht mehr Damage. Nur mal kurz gucken. Sondersensor ist nur normal effektiv. Was ist denn gut gegen Drache? Warte, wir hatten das ja bei dem letzten Kampf gegen Roy. Und ich glaube, da hatten wir Exandros an erster Stelle, oder? Weil Eis, glaube ich, gut gegen Drache ist. Ihr habt mir das auch in die Kommentare geschrieben, aber das ist jetzt halt schon wieder 2-3 Wochen her, seit die letzte Folge kam. Wenn ich mich nicht irre. Irgendwie geht die Zeit in letzter Zeit mega schnell vorbei. I don't know. Aber ich glaube, deswegen hatten wir Exandros drin. Und Jainona rausgepackt. Irgendwie sowas. Dann ist er doch mega dumm. Wieso sollte er hier im Eisgebiet, wo es hagelt, ein Pokémon haben, was einfach schlecht gegen Eis ist? Ich raff das nicht, Leute. Weil die Hagelkörner töten die doch dann auch. Mein Pokémon geht schon wieder gar nicht gut. Die sind halt richtig schlecht trainiert. Ich hätte halt wirklich erstmal in die Naturzone gehen sollen. Um meine Pokémon ein bisschen zu trainieren. Klar, wir sind ein paar Level über den anderen hier alle. Aber irgendwie kriegen wir halt trotzdem mega Damage. Ich frage mich, wie lange wir von der Post wohl noch Briefe austragen werden. Bis der absolute Shutdown durch Corona kommt. Ja, okay, ich sag hier viel zu oft Corona. Los, block mein Video, YouTube, bitte. Ich möchte bitte kein Geld dafür bekommen. Ein Pelipper. Der war, glaube ich, ja, der ist Wasser, Eis oder so, ne? Könnten wir da aber ja mal Nickel einwechseln. Das ist doch mal eine richtig krasse Wendung. Dann sehen wir auch mal nochmal Nickel in diesem Video. Lieber tot. Oh, ein Noctu? Noctu war, glaube ich, Psycho, mehr oder weniger, und Flug. Aber auch Vogel, wie es aussieht. Weil sonst würde ja unsere Elektroattacken nicht sehr effektiv sein. Noch ein Overdrive! Spüre den Lärm in deinen Flügeln! Bleib safe, lieber Postbote. Steck dich nicht mit Corona an. Gerade in diesen winterlichen Zeiten kann das schnell mal passieren. Aber sei kein Hypochondra. Wenn du nur die Grippe hast, dann ist alles easy. Obwohl Grippe natürlich auch scheiße ist. Gute Besserung auf jeden Fall. Holy shit, ist das ein Riesenviech. Nee, ich werde nicht zu dir. Aber wir haben gelernt, wir nehmen jetzt jeden Poke-Dingsbums hier mit, um uns zu heilen. Schnell in die Hütte, bevor der Bär hier ankommt. In der Hütte sind wir sicher, ja, ja. Auf dem Campingplatz auch so. Wenn du in deinem Zelt drinne bist, der sieht ja witzig aus, bist auf jeden Fall safe vor allen möglichen Bärenangriffen. Ja, wir kochen auf jeden Fall, damit unsere Pokémon wieder volle Leben bekommen. Kann man nicht einfach ein Rezept hier sagen, dass man den nicht immer alleine auswählen muss? Dass man einfach sagt, so, dieses Rezept möchte ich kochen und dann wählt er halt die Bären irgendwie selber aus. Das Pokémon rechts sieht aber ja richtig witzig aus. Den will ich haben. Der hat vorhin auf seinem Bauch ein Gesicht und dann hat er weiter oben noch ein Gesicht. Fächern, 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 das macht Spaß. Rühren, 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 rühren macht auch Spaß. Rühren oder küren, ihr werdet mein Küri spüren. Und mit ein bisschen Liebe dabei wird das alles perfekt. Scharfes Knochenküri. Geil, sieht aus wie ein eigenes Pokémon, to be honest. Und Jay, schmeckt es? Oh mein Gott, das ist das beste Küri aller Zeiten. Ach, Jay ist auch süß, wenn es ist. Wieder nur Silber. Ich weiß nicht, ich will mal Gold haben. So, dann haben unsere Pokémon wenigstens wieder volle Leben. Ah, der Bär ist immer noch da. Eine Bärenattacke, die ist nicht witzig. Nein, nein, hier gibt es noch mehr Trainer. Uiuiui. Da bin ich doch glatt einem Trainer begegnet. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch gar keine Lust zu kämpfen. Ja, deswegen sprichst du mich an, oder was? Dann geh doch einfach, Thorsten. Geh nach Hause, wo du sicher bist. Jo, alles klar. Er hat hier einfach ein Feuer-Pokémon. Läuft bei dir. Die tun hier alle so, als wenn sie im Eisgebiet richtig tolle Eis-Pokémon haben. Und dann haben die hier einfach genau das Gegenteil. Hat der Sandsturm jetzt tatsächlich den Hagel weggemacht? Ist das dein Ernst? Okay, Exandros, du bist wieder drin. Ich packe jetzt einfach immer genau das Gegenteil von dem Gebiet, wo man denkt, dass sie nur diese Pokémon-Art haben. Aua, okay, das tut natürlich mega weh. Die andere Art mit rein. Und da es nicht mehr hagelt, ist das natürlich jetzt alles doof für uns. Das ist nicht mehr sehr effektiv. Gegen Feuer? Ja,
Ja, okay, ist klar. Egal, Eiszahn. Macht gar keinen Damage. Okay, war dann vielleicht doch nicht so gut. Die Tarnsteine sind zum Glück nicht so heftig. Jetzt ist die Frage, wenn ich den Blizzard einsetze, überschattet der dann den Sandsturm? Weil der Sandsturm hat ja auch den Hagelsturm weggemacht. Blizzard! Oh, Blizzard ist eine eigene Attacke. Okay, das wusste ich auch nicht. Die sogar richtig viel Damage... Hä? Ist Blizzard besser als mein Frostbiss? Hä, ich dachte, der Blizzard macht jetzt, dass hier wieder Hagelsturm aufkommt und so. Ein Rizeros. Das ist ja merkwürdig, Leute. Na gut, dann einmal einen Hypertrank bitte auf Exandos. Okay, das hat sich ja mega gelohnt. Cool. Gut, dann hoffen wir einfach mal, dass der... Oh, das ist sogar sehr effektiv. Dann hoffen wir einfach mal, dass der Blizzard den jetzt one-shottet, weil sonst ist Exandos tot. Blizzard Attack! Oh, okay, sehr schön. Cool. Ich habe jetzt zwar einen Hypertrank vergeudet, aber sonst... Ich muss sagen, Exandos gefällt mir immer mehr, solange ich ihn hier drin habe. Wir müssen aber dringend neue Tränke und sowas einkaufen. Wenn wir hier irgendwo nochmal einen Laden finden, muss ich mich auf jeden Fall eindecken. Man könnte nicht an ihn vorbeigehen. Hier sind noch so viele Trainer, holy shit. Okay, die Folge wird aber zu lang, Leute, wenn ich jetzt die ganzen Trainer hier noch mache. Das heißt, wir beenden hier diesen Part und kämpfen dann gegen die anderen Trainer noch beim nächsten Mal. Vor allem danach kommt ja noch eine Route. Deswegen würde ich erstmal sagen, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, tschüss.